Bitte? Hallo, Frau Jäggi. Freut mich. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht. Entschuldigung. Nola. Ich glaube, Nola, also. Genau. Aber Nachnamen auch? Oder ich müsste ja eigentlich doch auch. Sie dürfen Nola zu mir sagen und Sie Nachnamen. Okay, dann nochmal. Dann sage ich Hallo, Nola. Hallo, Frau Jäggi. Hallo, Nola. Wie definieren Sie denn den Begriff der Lebensform? Also, erstmal ist es gar nicht so leicht, weil wenn man guckt, wie der Begriff so verwendet wird, findet man alles Mögliche. Also die Kleinfamilie ist eine Lebensform, die Stadt ist eine Lebensform. Also als ich angefangen habe, darüber nachzudenken und ein bisschen recherchiert habe, da findet man dann in Sachkatalogen der Bibliotheken auch sowas wie Tupperware als Lebensform oder ja, also so wirklich alles Mögliche. Das Mittelalter als Lebensform, das Nomadische als Lebensform. Und insofern gibt es von der Begriffsverwendung her eigentlich ein ziemliches Spektrum von sehr kleinen und kleinteiligen Dingen, die man als Lebensform bezeichnet, und ja, sehr großen Formationen, sowas wie Kapitalismus als Lebensform. Ja. Mhm. Definieren tue ich, wenn ich jetzt mal so ganz technisch werden darf, sozusagen. Ich habe mir zurechtgelegt eine Definition des Begriffs der Lebensform oder eine sozusagen theoretische Analyse des Lebensformbegriffs, die davon ausgeht, dass Lebensformen, ich sage jetzt einfach mal sozusagen die Formel und erkläre das dann, dass sie sowas wie träge Bündel oder Ensemble von sozialen Praktiken sind. Mhm. Und damit will ich auf ein paar Dinge, die, glaube ich, den Lebensformbegriff ausmachen, hinaus, nämlich einmal, dass es um soziale Praktiken geht, also Dinge, die Menschen tun.